Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultierland-Video. Es geht mal wieder um den aktuellen Godzilla-Film und ganz dicker Spoiler-Alert. Ich werde hier jede Menge Sachen aus der Handlung verraten. Wer nur meine Meinung hören möchte, ohne Spoiler, also nicht mehr als man sowieso schon in den Trailern gesehen hat, der muss rüber zum anderen Video. Hier in diesem Video rege ich mich jetzt über die Handlung auf, über ein paar Logikfehler und warum der Film mir nicht so gefallen hat. Also seid gewarnt. Nach dem Abspann, den müsst ihr euch übrigens nicht angucken, am Ende passiert nichts, saß ich da und dachte mir, hä? Und darauf habe ich mich jetzt 6 Monate lang gefreut, habe jeden Trailer direkt mehrfach geguckt, denn die Trailer sind ja gut gemacht, die machen Lust auf mehr, Monsterfilm, ein bisschen Action. Es wirkte nach einem richtig guten Godzilla-Film endlich mal aus amerikanischer Feder. Und dann saß ich da und dachte mir, das war nix. Rechts neben mir saß ein Pärchen, da sagte sie direkt, yo, das war doch mal ein guter Film. Und er sagte, yo. Und da habe ich mir nur gedacht, welchen Film habt ihr denn gesehen? Aber anscheinend gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu den Filmen. Ich habe jetzt ein paar Tage drüber geschlafen, hatte mir noch Notizen gemacht, sitze jetzt hier wieder in meinem Godzilla-T-Shirt und habe erstmal mit meinem Freundeskreis groß diskutiert. Da sind jetzt auch einige drin gewesen. Ich sag mal so, 2 Drittel fanden den auch eher schlecht bis enttäuschend. 1 Drittel fand den gut, aber halt nicht sehr gut. Die dann sagten, passt, war in Ordnung, unterhaltsam, können wir reingehen. Naja, gut, soll ja so sein. Kurz zur Handlung, auf die will ich, brauche ich jetzt eigentlich nicht komplett runterzureißen. Dafür könnt ihr lieber, wenn ihr das sehen, selber ins Kino gehen oder wenn ihr das Geld sparen wollt, einfach die Wikipedia-Artikel dazu lesen. Am besten den englischen, nicht den deutschen. Da wird die Handlung auch relativ gut nochmal dargelegt. Von der Handlungslogik, also am Anfang, die Mine, der Experte kommt, ein Ei, es waren 2 Eier, 1 ist noch da, das hält man aber für tot, deswegen packt man es auf den Atommülllager der USA nach Nevada oder so und das andere ist ja geschlüpft, das ist das eine, Motoviech heißen die Bestien, wühlt sich gerade zum Atomkraftwerk durch, verursacht da ein Erdbeben, das Ganze fällt ein. Und das ganze Gebiet wird verstrahlt. Dann kommen unsere Hauptdarsteller noch, der Heisenberg mit seiner Frau arbeiten im Atomkraftwerk. Seine Frau stirbt und es gibt noch den Sohn und dann ist der Cut da. 15 Jahre später, der Sohn ist erwachsen und ist natürlich Sprengstoff-Nasenbär bei der US Army. Und er muss seinen Vater aus dem Gefängnis holen, weil Vater mal wieder in die Sperrzone vom Atomkraftwerk eingedrungen ist, weil er es nicht verknusen kann oder weil er wissen will, was hat seine Frau getötet. Das war keine natürliche Ursache, da ist er sich sicher. Er überredet seinen Sohn, sie gehen dahin und da denke ich mir, ja gut, später zu den unlogischen Fehlern. Sie finden was, werden vom Militär aufgegriffen, die haben was aus über dem Atomkraftwerk gebaut, denn da hat sich das erste Vieh verpuppt und ist jetzt größer geworden, weil die Dinger sich von Strahlung ernähren. Das Ding entkommt. Vater stirbt und da denke ich mir, der Heisenberg-Schauspieler war der einzige vernünftige Schauspieler in diesem Film, der wirklich, dem ich das abgekauft habe, der die Story vorangetrieben hat, der was gefühlmäßig rübergebracht hat, aber sein Sohn, der Sprengstoff-Nasenbär, ich habe das Gefühl, der ist nur dabei, um von einer Stelle zur anderen zu hoppeln, damit wir hinterherkommen können, um mal die Monster zu sehen. Naja. Währenddessen erwacht Godzilla. Unser Monster 1 sucht Atomzeugs, frisst ein russisches U-Boot, kloppt sich kurz mit Godzilla, kann aber entkommen. Monster Nummer 2 wacht auf. Beide Monster treffen sich in San Francisco, machen kleine Babymonster, eine Atomrakete, Bombe ist noch im Spiel. Godzilla kloppt sich mit beiden Monstern, dann killt ein Monster, killt das andere Monster, dramatischer Höhepunkt. Die Atombombe explodiert natürlich nicht in San Francisco, sondern davor. Godzilla fällt hin, nächsten Tag Godzilla wacht auf, Godzilla Abgang und unser Sprengstoff-Nasenbär ist wieder mit seiner Familie vereint, denn der hat auch einen Nachwuchs und eine Frau. So, Bums aus, das war die Geschichte in Kurzform. Jetzt aber zu den, nicht Logikfehlern, aber Zeug, was mich aufregt. Vor 15 Jahren, das passte. Guter Einstieg, läuft. Aber dann, Vater versucht seit 15 Jahren in die Sperrzone zu kommen, schafft es mal wieder nicht. Und ich meine, er kann doch nicht der Einzige sein, der wissen will, was da los ist. Da hätte doch schon vorher mal Informationen rausdringen müssen, dass die halt nicht das alles versiegeln, sondern was Neues da aufbauen, um das verpuppte erste Moto. Nun gut, kann man ja sagen, nein, das ist super bewacht, nur über Schleichwege, aber dann die Szene, wo Vater und Sohn mit Masken in der Atomzone drin sind und da kommen Hunde und Vater kommt zum ersten Mal seit 15 Jahren auf die Idee, auf seinen Geigerzähler zu gucken und sieht dann, oh, keine Radioaktivität, ich kann meine Maske abziehen, oh, hier ist ja alles super, was vertuschen die da? Ich meine,
Das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er das erste Mal jetzt überhaupt bis dahin geschafft hat oder dass er dann zum ersten Mal auf die Idee kommt, wenn ich in einer kontaminierten Zone rumlaufe, da könnt ihr euch aber sicher sein, dass ich hier alle 2 Sekunden auf meinen Geigerzähler gucke. Nun gut, die kommen rüber zu diesem Monstergefängnis, wobei man noch nicht sicher ist, dass es ein Monster ist. Es ist ja groß verpuppt, aber ich denke mir auch, ihr habt doch gesehen, dass es aus der Mine raus ist und da, ihr habt doch die Bewegung, es wächst über all die Jahre, weil es sich von der Strahlung ernährt oder von der Energie. Ihr wisst doch, dass es irgendein Monster sein muss. Ihr habt doch da auch das Skelett unter der Mine gefunden. Also, und was bereiten die in 15 Jahren vor, um A, das Monster eventuell gefangen zu nehmen, wenn es schlüpft, ein paar Drahtseile, die sie da drüber spannen und fester machen, die an Kränen hängen oder Kranen. Ich meine, das ist doch, das kann's doch nicht sein. In 15 Jahren soll das das Gefängnis sein, was die gebaut haben. Oder Nummer 2, yeah, jetzt versuchen wir es noch zu töten. Womit? Mit Elektroschocks. Ich meine, keine Atombombe, kein Riesensprengstoff, kein Panzeraufgebot oder irgendwas. Nein, ein paar Elektrostöße. Also denke ich mir auch, okay, hätten sie das Vieh direkt an der Stelle gekillt, wäre auch die Story doof gewesen, aber so ein bisschen unlogisch, das hätte man auch anders darstellen können. So, dann, als das Monster das russische Atom-U-Boot auf Hawaii frisst, kommt ja auch Godzilla mal kurz vorbei. Und die kloppen sich kurz. Und was macht natürlich Godzilla? Aua, aua, böses Monster. Und das Monster fliegt weg. Ich meine, natürlich wäre es besser gewesen. Godzilla hätte direkt seine Mega-Schwanz-Attack oder seinen Blitzatem eingesetzt. Und es wäre direkt platt gewesen. Aber ich kann auch verstehen, dass es für die Story so sein muss, dass das Vieh entkommt. Okay, okay, bis dahin noch alles tuffig. Aber jetzt kommt der Riesenschwachsinnsfehler. Während seiner Flucht oder auch schon davor stößt das erste Moto einen Paarungsruf oder Aufweckruf raus, den Godzilla geweckt hat und deswegen kam Godzilla überhaupt erst. Und Nummer 2, das zweite Ei vom Anfang, da ist nämlich das Gegenstück, das Weibchen drin. Und das erwacht jetzt auch. Und wir erinnern uns, wo war das Weibchen? Natürlich im Atommüllendlager da in Nevada. Und jetzt ist die Szene, wo ich mir denke, das kann nicht euer Ernst sein. Was passiert natürlich? Ein Sondereinsatztrupp rennt in dieses Lager, Atommülllager und guckt dann in die ganzen kleinen Bunkertürchen, ob da ein Riesenei und Monster drin ist. Ich meine, ihr müssten ja wissen, wo das ist. Und Nummer 2, das Ding ist schon längst geschlüpft. Hinter diesem Bunkerwand ist ein 50-200 Meter Loch und dahinter stapft ein Riesenvieh raus. Ich meine, was ist denn das für eine gesicherte Hochsicherheitsanlage, wenn da nicht mal gemerkt wird, dass der halbe Berg weggesprengt wird, weil da ein Monster rausschlüpft? Weißt du, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Das hätten sie anders machen müssen, aber nicht mit diesem dramatischen Einsatzkommando, was dann den Weg ins Nichts findet. Das war richtiger Käse. So, jetzt ist natürlich hier mein tolles Notizbüchlein direkt runtergefallen. Der kann den Käse auch nicht mehr ertragen. Gut, dann, was passiert als großer Plan? Jetzt laufen da 3 Monster rum. 2 werden davon von Radioaktivität angezogen. Die Amis denken sich, geil, die Bomben war weg. Atombomben, weil Strahlungsmonster und Strahlung ist immer ein guter Trick. Und die Amis mit ihren Tausenden von Atomsprengköpfen können da jetzt natürlich nicht einfach irgendwie ein paar Atomraketen hinschießen, warum auch immer nicht, oder einfach fallen lassen. Denn die Monster benutzen ja EMPs und dann funktioniert die Zündelektronik nicht oder irgendwas. Und dann denke ich mir auch, ja, dann lass die Dinger doch aus einer Höhe runterfallen und bums aus Mickey Maus. Gut, könnte man jetzt sagen, bewohntes Gebiet, zu nah an der Stadt oder über, naja. Deswegen denken sie sich, wir machen eine erste Atombombe, locken wir an oder zünden wir außerhalb an der Küste von San Francisco. Da gehen dann die Monster alle 3 hin und dann sprengen wir eine 2. und dann die Wucht der Detonation killt alle Monster. Solider Plan, warum man das nicht einfach so mit Raketensprengköpfen oder sonst was machen kann, weiß ich nicht. Aber es müssen ja alte Minuteman-Raketen ausgegraben werden. Und die werden dann nicht per Flugzeug, Helikopter oder so außer Reichweite des EMPs der Monster irgendwie transportiert, nein, sondern mit der guten alten Eisenbahn. Und dann werden die Dinger auch nicht vom halben Militär der Amis beschützt, nein, sondern wieder so ein 10-Mann-Gurkentruppe, die da mit Atomraketen unterwegs ist. Ja, warum auch nicht, würde ich auch machen. Wenn das mein einziger Plan ist, würde ich da auch 10-Mann-Lo hinstellen. Und wer fährt natürlich mit? Unser Nasenbär, unser Sprengstoff-Nasenbär. Der muss ja wieder die Story rantreiben und der ist natürlich der Einzige, der sich damit jetzt vernünftig auskennt. Und zu gut, dass er da war, sonst wäre unser ganzer Plan im Eimer gewesen. Dass der Typ dann von der Brücke fällt, nachdem das Monster aufgetaucht ist und eine der Atombomben gefressen hat oder sowas. 20, 30 Meter Brückensprung, geschenkt, das überlebt James Bond auch, muss ja so sein. Was ist?
zweite Atombombe wurde natürlich auch schon scharf gemacht und das Monster schleppt sie nach San Francisco. Die beiden Monster legen ihre Eier um ihren Atomsprengkopf, der lustig weiter tickt im Herzen von San Francisco und das muss natürlich verhindert werden. Deswegen gibt es eine Selbstmordmission, so nach dem Motto, unser Sprengstoffnasenbär meldet sich freiwillig, sie gehen hin, sie springen runter, das ist cool, die Fallschirmspringaktion an Godzilla, an den Monstern vorbei ist gut. Und da ist auch mal wirklich, im letzten Drittel kommt so ein bisschen endlich mal die Action auf. Godzilla kloppt sich mit den beiden Monstern, unterliegt, weil 2 gegen 1 ist unfair. Die Jungs und Mädels holen den Atomsprengkopf von raus und unser Nasenbär macht den einzigen Einsatz. Er jagt alles in die Luft. Mama ist abgelenkt, ruft meine Kinder, läuft weg. In der Zwischenzeit macht Godzilla Papa kalt. Und dann auch natürlich, was er vorher nicht gemacht hat, blitzelt Schwanzattack und der Typ ist ruckzuck platt. Mama natürlich entsetzt, läuft der Atomraketenbombe hinterher. Die wird zum Hafen transportiert, rauf aufs Boot. Mama killt alle, aber natürlich nicht unseren Sprengstoffnasenbär. Der schleppt sich aufs Boot und tuckert raus per Autopilot, um da die Bombe außerhalb von San Francisco in die Luft zu jagen. Und bevor Mama das verhindern kann, kommt natürlich Godzilla und auch wieder Bam, Bam, Britzel, Britzel, Schlag, puff, Mama tot. Also das sind so die Aktionen, da denke ich mir auch, ein ganzer Godzilla-Film und man sieht die Viecher vielleicht 10 Minuten lang. Eieiei. Er tuckert raus aufs Meer und was ist, paar Minuten bevor die Atombombe abtickt, denkt sich ein Hubschrauberpilot natürlich, ach, alle tot, aber da hinten auf dem Kahn ist eine Atombombe, mal gucken, ob da noch einer lebt. Und natürlich, unser Sprengstoffnasenbär lebt und wird gerettet. Und mal ganz ehrlich, da denke ich mir doch, wenn das eine richtige Situation wäre, dann packe ich mir doch, bevor ich diesen Schlepperkahn da habe, hole ich doch die Atombombe und fliege mit dem Heli so weit und so schnell raus, wie ich nur kann mit der Atombombe, damit die da draußen explodiert. Ich meine, die war ja immer noch in Reichweite von San Francisco und ist ja nicht so, dass ob da mal Winde oder so die Strahlungswolke oder so rübertragen könnten. Nein, aber naja, da rege ich mich ja gar nicht mehr drüber auf. Godzilla kollabiert inzwischen, hat einen kleinen Schwächeanfall. Am nächsten Tag wacht er wieder auf und verzieht sich. Rühr, rühr, rühr. So, das war die grobe Handlung mit ein paar Fehlern. Dass die Amis Godzilla die ganze Zeit begleitet haben im Wasser und erst als er in San Francisco auftaucht und ein paar Schiffe in Wallung versetzt, auf einmal dann denken, jetzt müssen wir ihn aber beschießen. Wieso? Die ganze Zeit macht ihr dem armen Godzilla nichts, aber da müsst ihr auf einmal auf Godzilla draufknallen. Und Nummer 2, der Fahrer mit dem Nachwuchs von dem Sprengstofftypen, vom Tochter oder Sohn, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber in dem Bus, die ganze Golden Gate Bridge ist voll und nur ein Fahrer kommt natürlich auf die Idee, jetzt wo Godzilla da ist, Gas zu geben und an den ganzen Kontrollen vorbeizufahren und sich dann zu retten und alle anderen gehen drauf. Fang ich gar nicht mehr mit an. Dann gab es so die kleine Nerd-Diskussion, ob man die Menschen für die Handlung überhaupt gebraucht hätte. Ich sag mal so, es ist ein Godzilla-Film, die machen sowieso, was sie wollen und in der Regel braucht man in einem Godzilla-Film, die Menschen sind nur Statisten. Dieses Mal gibt es aber tatsächlich, unser Sprengstoff-Nasenbär hat wirklich etwas gemacht, was dem Film eine andere Wendung gegeben hatte. Bisher wäre es alles so gewesen, das wäre auch genau so verlaufen. Gut, hätten die Menschen das zweite Ei nicht nach Nevada geschafft, wäre es da nicht wahrscheinlich geschlüpft oder sowas. Vielleicht wäre es dann auch zum Atomkraftwerk, zu den Strahlungsresten irgendwann hinter seinem Buddy 1 hinterher geschwommen. Aber das, wo es auf jeden Fall einen Einfluss gab, war, hätte nämlich unser Sprengstoffnasenbär nicht die Eier in Brand gesetzt und Mama nicht abgelenkt, dann hätte sie wahrscheinlich Godzilla so richtig von den beiden drüber bekommen und wäre nicht mehr aufgestanden. Das heißt, Sprengstoffnasenbär hat doch tatsächlich Godzilla gerettet. Gut, kam aber viel zu kurz, aber was soll's. So, und das war's zum Film. Das hat mir alles nicht so wirklich gefallen. Vor allem, dass Sprengstoffnasenbär die ganze Zeit im Mittelpunkt stand, man viel zu wenig von Godzilla gesehen hat. Die ersten 2 Drittel einfach nur, war der ganze Film mit 123 Minuten dann zu lang war. Und so ein paar paar Fehler, natürlich, kein Film ist da perfekt. Jeder James Bond hat genauso viele Fehler oder sowas. Aber das sind so Dinger, da denkt man, wieso, warum, weshalb? Naja, das soll's gewesen sein. Das war Godzilla 2014 im Faultierland mit der ganzen Geschichte und Spoilern und Logikfehlern ohne Ende. Natürlich gibt es bestimmt ein paar Punkte, viel mehr noch Fehler, die andere gesehen haben. Oder es gibt genügend Sagen, was hast du? Das ist doch total logisch aus den und den Gründen. Aber Geschmäcker sind verschieden. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!